Hallo, ich bin Silvana und ich studiere im 5. Mastersemester Wirtschaftspädagogik mit dem Zweitfach Politik. Ich habe mich für das Zweitfach Politik entschieden, zum einen, weil ich es sehr spannend finde, dass man im Unterricht immer wieder neue und aktuelle Themen aufnehmen kann und es oft auch Themen sind, wo die Schülerinnen und Schüler ihre Meinung dazu äußern können und dadurch sehr interessante Diskussionen entstehen. Und zum anderen, weil man hinterher eben nicht nur Gemeinschaftskunde unterrichtet, sondern auch Geschichte. Das bedeutet, man hat eigentlich gleich zwei Nebenfächer. Das Zweitfach Politik ist so aufgebaut, dass wenn man noch nachqualifizieren muss, das heißt, wenn man im Bachelor noch nicht Wirtschaftspädagogik mit Zweitfach Politik studiert hat, muss man noch zwei Grundlagenvorlesungen sowie ein Proseminar nachholen. Und anschließend muss man drei Vorlesungen noch belegen, ein Proseminar und zwei Vertiefungsseminare sowie Fachdidaktik Politik. Und in den Vorlesungen hat man relativ wenig Wahlmöglichkeiten, die sind Pflicht. Aber in den Seminaren kann man auch je nach Interesse verschiedene Themen wählen. Es gibt eigentlich keine speziellen Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ich würde sagen, es ist einfach wichtig, dass man sich für Politik interessiert und sich da eben auch regelmäßig auf dem Laufenden hält, gerade durch Nachrichten, Zeitungen etc. Und dass eben auch ein gewisses Grundinteresse für Geschichte da sein sollte, aus dem Grund, dass man ja hinterher auch Geschichte unterrichten muss.